Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Schach. Und zwar schon Part 3. Mal sehen, ob wir heute eine normale Eröffnung kriegen. Hatten wir ja letzten beide Male so komische Sachen. Gegen Peter NC. NC. Okay, die Gegner werden komischerweise immer schwächer. Wir kriegen eine normale Eröffnung. Das ist ja schon mal etwas. Ich spiele mal den Italiener, oder? Spanisch? Ne, Italiener. Mal sehen. Mal sehen, ob er dieses Gambit kennt. Ich kenne mich da nicht so aus, aber... ein bisschen was weiß ich schon darüber. Noch alles Theorie bis hierhin. Beste Zug ist jetzt auf E4 zu nehmen. Das wird er noch finden. Denke ich mal. Er nimmt auf C3 zuerst. Und nimmt jetzt E4. Oder wenn er jetzt auf C3 nimmt, verliert er. Er nimmt nicht auf C3. Jetzt muss ich überlegen. Ich kann Dame D3 spielen, dann kommt D5. Ich kann Dame B3 spielen, kommt auch... nee, kommt nicht D5. Dame B3 mit der Idee Springer E5 oder G5. Das gefällt mir. Aber Springer A5 hatte er. Das gefällt mir nicht. Damit C2 könnte ich auch spielen können, aber wieder D5. Lass die Dame los. Das nervt, diese Zeichen. Ich kann Läufer A3 spielen. Ich spiele Läufer A3. Springer C3 geht immer noch nicht. Wegen... ich hatte das mal analysiert, aber so genau weiß ich es jetzt auch nicht. Aber jetzt habe ich Dame B3. Springer A5, Läufer F7, König H8. Dame C... nee, Dame D5. C6, Dame F5. D5. Dame F4. Mal sehen. Erstmal muss er Springer A5 spielen. Oh, das wird ganz schön scharf. Das Lustige ist, wenn meine Dame auf F4 steht, er G5 spielt, habe ich Springer G5. Springer G5, Läufer E8. Dann müsste er mit der Dame nehmen und dann habe ich Dame G5. Den Turm lasse ich mir schmecken. Ich hoffe, er gibt nicht auf, weil sonst war es eine ganze... ganz schön kurze Partie. Turm A, E1. Jetzt kann er Springer A5 spielen, aber jetzt ist mir der Läufer auch nicht mehr so wichtig. Aber dann habe ich Läufer F7, Dame F7, Turm E4, Springer B3. Okay, Läufer F7 droht jetzt sowieso. Und Springer G5. Dame G5, Turm E4. König H8. Läufer F7 habe ich trotzdem. Okay, Läufer F7, Springer A5, Dame D5. Springer C3. Geht nicht wegen Turm E7, Springer D5, Läufer D5. Okay, Springer A5, Dame D5, C6, Dame F5, D5, Dame F4. Dann wieder G5, dann habe ich wieder Springer G5. Auf Dame G5, Dame E4. Weil der König den Läufer nicht mehr angreift. Was macht er nun?
Er gibt mir seine Dame, die nehme ich doch mal ganz geschmeidig. Und er hat aufgegeben. Okay, war eine Kurzpartie. Und ja. Wie heißt die? Greco Gambit. Ah. Wie gesagt, das habe ich nur mal irgendwo gesehen. Normal spiele ich immer schottisch. Oder. Ja, Ponziani spiele ich auch gerne. Oder halt Spanisch. Okay, heute mal ein Italiener. Dem Gambit. Also normal ist. Man kann ja auch König F1 spielen. Finde ich lustig. Also viele spielen auch Läufer D2. Wurde auch, glaube ich, kürzlich gespielt. Ich weiß aber nicht mehr von wem. War es Läufer D2 oder war es Springer? FD2, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß aber jetzt echt nicht mehr genau. Okay, wie gesagt, Springer E4 verliert. Ach, hat er gespielt. Auch gerade, wenn er jetzt hier C3 nimmt. Dann gibt es entweder einen Zug Dame B3. Muss er Rochade spielen. Oder es gibt Läufer A3. Nee, warte mal. Läufer A3 geht nicht. Okay, Dame B3. Jetzt verwechsle ich irgendwas. Ich verwechsle das mit der Variante, wenn er hier nimmt. Wenn er hier nimmt. Ich muss mal eben was gucken, wenn er so nimmt. Ah ne, das war die Variante. Und hier hat man Dame B3 oder Läufer A3. Aber was ist denn, wenn er jetzt nimmt? Okay, Dame B3 habe ich sowieso. Springer. Ja, okay. Das kann auch nicht gehen. Dame B3 hätte ich sowieso gespielt. Okay, Läufer A3. Wenn er jetzt nehmen würde, hätte ich Dame B3 gespielt. Hängt der Springer. Nehmen wir mal jetzt sie zurück. Dann hätte der Turm gehangen. Hey, gibt er mir den Turm? Wahrscheinlich muss er schon. Das geht auch nicht. Dame raus, geht das? Ja, schwer zu sagen. Hätte auf jeden Fall nicht Turm E7 spielen sollen. Aber was ich meinte eben war. Hier genau, Springer A5. Springer A5 wollte ich Läufer F7 spielen, König H8, Dame D5, C6, Dame F5, jetzt D5, Dame F4. Und jetzt zum Beispiel nach G5 oder so hätte ich einfach nehmen können. Wegen Läufer E8. Und jetzt kann die Dame nicht nehmen wegen Dame G5. Das meinte ich eben, wenn ich das richtig gerechnet habe. Wenn er mit Dame nimmt, dann nimmt E8. Läufer H3 ist ein lustiger Zug. Vielleicht wäre es ja gegangen. Ich sehe jetzt auf jeden Fall nichts, was dagegen spricht. Vielleicht irgendein Zwischenzug. Also C6 ist halt wichtig, weil deckt den Springer und greift die Dame an. Und halt nach Dame F5 wird der, greift der Läufer an. Deswegen dachte ich G5, aber hier gibt's doch bestimmt noch was anderes. Turm F8. Springer E5. Na gut, im nächsten kann ich die Dame ziehen, oder? Dame E7. Ach da, ach Turm F8 und Dame E7, was für ein Quatsch. Mein Läufer steht ja auf A3 noch. Ja, dann muss er das schon spielen. Aber das ist nicht gut. Ja, okay, dann geht Springer A5 schon nicht.
Ja, okay, dann. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir haben schon fast die 1000. Wir sind schon bei 990. Kommentare sind immer erwünscht und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Haut rein.